auf ferne Länder und andere Kulturen hat, der muss nicht weit wegfliegen, sondern einfach nur auf die Donauinsel kommen. Denn hier finden noch bis zum 2. August die Afrikatage statt. Es gibt alle Spezialität aus Benin und Nigeria. Und wir versuchen einfach mit europäischem Gericht und Gewürze zu mischen, dass die Leute hier essen können. Weil bei uns ist es immer ein bisschen mehr scharfer als normal. Was ist denn das Nationalgericht von Nigeria? Vom Nigeria, Egusi. Das ist die Intermitte, da ist eine Kürbiskerne mit Spinach gemacht. Ganz vegetarisch. Ich sitze jetzt hier im Kairo Corner. Was gibt es denn da Schönes zu entdecken? Ja, im Kairo Corner, es gibt immer Tee, Kaffee. Wir haben 5 verschiedene Tee, kommt aus Ägypten. Der Hibiskus kommt aus Aswan, das ist sehr bekannt in Ägypten. Und wir haben einen Kaffee mit Kardamom, das ist lecker und etwas special, Gourmet, kommt aus Kairo. Es ist wirklich sehr gemütlich hier bei euch und Süßigkeiten gibt es auch mit Datteln, habe ich gesehen. Ja, selbstverständlich. Wenn wir reden über Ägypten oder über Nordafrika, meistens kommen die Dattel. Die Dattel bei uns ist sehr bekannt natürlich. Alle diese Dattel, was wir haben, das ist ein Kinniglik-Dattel. Die kommen von einer Oase in Ägypten und dieses Oase heißt Siwa. Und das liegt in der Mitte der Wüste, aber wirklich schöner Platz und sind sehr grün in der Mitte der Wüste. Und dieses Oase hatte 1,2 Millionen Dattelbaum und wir kaufen unsere Dattel von dort. Wir befinden uns jetzt in Marokko und ich habe ja schon ein weißes Kleid. Jetzt fehlt mir nur noch das traditionelle Hochzeitsessen. Was ist denn das? Genau, ja. Und die Hochzeit ist bei uns hier. Wir haben hier das ganz bekannte Gericht. Das ist Rindfleisch mit Pflaumen in eine saftige Soße. Und das ist eine super Kombination zwischen süß und ein bisschen scharf. Und Mandeln noch dazu. Und das ist ganz bekannt in ganz Marokko. Die machen das in Hochzeiten, in Geburtstage und was besondere Tage halt.